Sag meiner Frau, ich liebe sie. Legt euch nie mit Killerrobotern an. Yo, liebe Freunde, wie geht's euch? Wir spielen heute wieder zwei coole Indie-Games, die ich aus den unglaublichen Weiten des Internets irgendwie geholt habe. Wir fangen einmal mit Winning Streak, dem Flitzer-Simulator, der uns die traditionsreiche und unglaublich schöne Kultur des Flitzens, ja, näher bringt, möchte ich mal sagen. Wir sehen hier schon unseren Hauptprotagonisten und mit dem können wir uns direkt mal identifizieren. Wir wollen auch mal anfangen. So, dann wollen wir direkt mal schauen, was wir hier können. Wir haben hier verschiedene Tastenbelegungen. Was war? Elva, was? Was war das? Hallo! Hallo! Boah! Hat er ein Ei gelegt oder was? Wie gut war das denn? Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt aber mal richtig. So, wollen wir mal das ganze Feld. Klasse, guck mal, da ist das Maskottchen. Oh! Wow! Bestes Spiel! Komm noch ganz rüber, denke ich mal. Ganz rüber komme ich definitiv. Aus dem Weg, ihr Pissers. Und da geht er rüber, da geht er rüber. Wir wollen mal so einen Ball krallen. Wir haben den Ball. Nimmt den. Wir haben ihn abgeworfen. Oh yeah. Oh, wow. Und Field Goal. Field Goal, baby. Wiggle, wiggle, wiggle. Oh yeah, baby. Highscore, Highscore. Mit der 50-Yard-Linie, weiter geht's. Geniales Spiel. Field Goal! Wow! Warum? Warum? Wer programmiert sowas? Geniales Spiel auf jeden Fall, muss man so sagen. Wer selber spielen will, unten Download Links. Ey, der Hammer. Hammer, ich bin total geflasht immer noch. Aber wollen wir nicht lang schnacken, ne? Ab zum nächsten Spiel. Yo, liebe Freunde, das nächste Spielchen, was wir spielen, ist Puppeteer Police, also die Puppenpolizei. Mal schauen, was wir hier haben. Ja, Tutorial-Mission, pick up your gun. Also wir sind Polizisten in Puppenform. Wir haben okay, das sieht schon sehr falsch aus. Dann marschieren wir mal Richtung Pistole. Hä? So, haben wir die Gun mal? Ah, shot all the bottles. Bottles. Das ist ein Warnschuss. Gebt auf. Du dumme Flasche, du hast meinen Bruder getötet, ich werde mich rächen. Ich hab mir in den Fuß geschossen. Gangster-Roboter. Das ist natürlich heftig. Hab ich die Pistole schon? Ich muss sie bestimmt erschießen, ne? Lassen Sie die Waffe fallen. Ich habe sie gewarnt. Ich bin tot. Neuer Versuch. Lassen Sie die Waffe fallen. Headshot. Jetzt hier direkt eine wilde Westernschießerei. Toll, oder? Ich bin geboren für dieses Spiel. Sag meiner Frau, ich liebe sie. Oh, ich muss gehen. Aufstehen. Yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Eins. Zwei. Ich bewege mich gerade eher so, als hätte die Figur die ganzen Flaschen alleine getrunken. Du Wichser, ich krieg dich da hinten. Dann will ich mal in seine Richtung twerken. Die Holzkiste, sie hält uns auf. Ah, mein Fuß. Was? Er schießt mir die ganze Zeit in die Eier. Ha! Ey, ich bin besoffen. Ich will jetzt nach Hause gehen. Guck mal. Ich komm nicht mehr da drüber. Was? Habt ihr das gesehen? Wie krass war ich denn jetzt drauf? Was ist passiert? Ich wurde erschossen. Dieses Spiel kriegt das Prädikat sehr schwer und sehr realistisch. Ja, Leute, legt euch nie mit Killerrobotern an. So, liebe Freunde, das letzte Spiel. Ihr hört es schon, friedliche Musik. Das kann doch nur der gute alte Frachtschiff-Simulator sein. Wir schauen direkt mal rein, ne? Ein paar Kilo Koks verladen von Bremen nach Werden. Das kann ja eigentlich nur gut gehen. Ja, sagen wir mal so, es gibt Schlimmeres, ne? Wow. Da ist ja richtig Elan drin. Wundert euch bitte nicht über die Größe des Bildschirms. Das ist die größte Auflösung, die es überhaupt gibt. Aha. Alkohol von Ladeplatz D nach C bringen. 600 Sekunden Zeit. Da hat es jemand aber eilig. Ah, ist das nicht schön? Dann wollen wir mal die anderen Kameraperspektiven schauen.
Klasse. Die ist natürlich nicht frei drehbar, die Kameraperspektive. Ah, es gibt natürlich keine Frontansicht, ne? Es gibt nur die Ansicht von der Seite. Frieden. Peace. So habe ich mir ein Spiel vorgestellt. Ich möchte keine anderen Spiele mehr spielen. Ja, okay, wir haben jetzt 70 Sekunden gespielt. Ich möchte nicht sagen, dass es monoton wird, aber es wird ziemlich monoton. Oh, 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 oh. Ich sehe das Ziel. Ist das das Ziel? Ich hoffe es. Wollen wir ins Grüne fahren? Aha, sie haben es geschafft. Welch tolle Belohnung ich bekommen habe. Da hat jemand den Alkohol von mir bekommen. Da freue ich mich richtig. Ablehnen braucht man nicht. Kennt ihr nämlich das Gefühl, wenn man denkt, man hat die Zeit seines Lebens gerade komplett verschwendet? Das habe ich gerade. Das war's mit der Spielwelt. Toll. Ja, das war's auch von diesem Tage von mir. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz schöne Woche. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.